So, guten Abend. Das wird jetzt ein bisschen ernster, aber es muss auch mal sein. Wissen Sie, was zu viel ist? Der Mensch. Mehr als 200 Eier ist der Mensch jährlich. Der Deutsche. Und ich werde heute Abend über die Haltung von Eiern reden. Viele wissen gar nicht, dass wenn sie Eier essen, dass sie damit Leben zerstören. Ich werde sie heute aufklären. Es gibt in der gesellschaftlichen Debatte, geht es manchmal um Eier, aber wenn es um Eier geht, dann geht es nur um die gesundheitlichen Folgen. Ich kann Ihnen aber sagen, die sind völlig überholt, die Debatten, die da geführt werden. Man kennt ja die alte Bauernweisheit, man soll nur das Weiße vom Ei essen, aber das nicht das Gelbe vom Ei. Das ist nämlich völliger Blödsinn. Sie können aus gesundheitlichen Gründen, sollen Sie Eier essen, das ist sehr gut, aber eben aus moralischen Gründen geht das nicht. Ich habe früher auch leidenschaftlich gern Eier gegessen. Heute esse ich keine Eier mehr und ich hoffe, dass Sie nach diesem kleinen Vortrag auch keine Eier mehr essen werden. Manche schauen so, als würden sie mich kennen. Das kann gut sein. Ich stehe oft in Supermärkten vorm Eierregal, hol die Eier raus und lass sie in die Freiheit rollen. Rollt in die Freiheit. Aber ich darf nicht mehr in die Supermärkte. Ich habe da Hausverbot und das ist auch ein Grund, warum ich heute hier bin. Ich möchte, dass Sie in die Supermärkte gehen und dass Sie die Eier betreiben. Ja, aber ich sehe schon, ich verzettel mich wieder. Es kommt nicht so oft vor, dass mir Leute zuhören, deswegen muss ich heute die Chance nutzen. Heute müssen sie mir zuhören. Ja, ich war schon beim Kleintierzüchterverein, die haben mich wieder weggeschickt und meinten, das ist Blödsinn, was ich hier erzähle. Und in den staatlich gesteuerten Medien erfährt man sowieso nichts davon. Vor 6 Tagen war der Welteitag. Haben Sie davon was mitbekommen? Ich nicht. Es wird einfach nichts darüber berichtet. Es gibt keine Lobby für Eier. Ich kann mit Gewissheit kann ich sagen, dass ich der einzigste Vertreter bin, der sich für die Rechte von Eiern einsetzt. Und dann habe ich eben geguckt, wo gehe ich dann hin? Ich habe gehört, es gibt so einen Wahrheitskongress, aber die sind alle im tiefsten Osten. Und da möchte man momentan eher lieber nicht hingehen. Das ist nicht so toll. Eben dann habe ich den Bullshit Slam kennengelernt und mir ein paar Sachen angeschaut und gesehen, ja, das ist ja fast das Gleiche, die Themen und Meinungen überschneiden sich ziemlich. Aber auch hier traf ich auf Ablehnung. Ich möchte nochmal sagen, ich bin nicht der verrückte Eiermann, ich bin der Eiermann, aber das ist so eine Masche hier, dass man hinterher sagen kann, ja, wir haben es Ihnen gleich gesagt, der ist verrückt. Völliger Blödsinn. Ich glaube, der Grund ist, in Wirklichkeit möchte niemand mit dem Essen von Eiern aufhören. Weil in inkonsequenter Weise essen sogar Vegetarier Eier, obwohl das Lebewesen sind. Ich verstehe es einfach nicht, aber wir wollen nur das hören, was wir hören wollen. Und vielen ist die staatliche Version lieber. Aber wenn ich mich so umgucke, viele schlaue Menschen heute Abend hier. Und ich glaube, sie sind bereit dafür, die Wahrheit zu erfahren. Und der Rest kann einfach weiterhin glauben, dass ihr Frühstücksei eine Henne gelegt hat. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Man muss nur mal ein Biologiebuch aufschlagen oder einen Biologen fragen, wie viele Eier eine Henne durchschnittlich legt. Es sind nämlich lediglich 15. Das passt aber überhaupt nicht mit unserem Eierkonsum zusammen. Wir haben einen ziemlich großen Eierkonsum, ziemlich wenig Legehennen. Es gibt in Deutschland etwas weniger als 40 Millionen Legehennen. Aber wir essen jährlich, 2013 haben wir 14 Milliarden Eier. Das erste Halbjahr 2015 haben wir 6 Milliarden Eier gegessen. Das sind alles Zahlen, die gibt das Statistische Bundesamt heraus. Das kann nicht so falsch sein. Und wenn man dann das mal ausrechnet, dann merkt man, da kann irgendwas nicht stimmen. Aber in den staatlich gesteuerten Medien erfährt man einfach nichts davon. Die können wahrscheinlich alle nicht mal rechnen. Ich weiß nicht, was los ist, deswegen bin ich heute hier. Die Henne müsste das 20-fache davon legen, was biologisch möglich ist. Jeden Tag ein Ei. Stellen Sie sich das mal vor. Ein Ei jeden Tag, das geht einfach nicht. Und ja, sogar die Peter, die kennen Sie vielleicht, die suggeriert uns, sie sagt, ja, hier sehen Sie das, den Hühnern geht's nicht gut, die Eier legen. Und dann denken Sie, aha, die setzen sich dagegen ein, die sagen, das stimmt nicht. Aber in Wirklichkeit gibt's gar keine Legehennen. Aber sie schauen sich das an und denken, nein, das wird schon gut sein, die Peter macht da was, ein Scheiß macht die Peter. In Wirklichkeit, die Wahrheit ist, ich sag's Ihnen, der Eierkonsum, seitdem, der früher hat man in der Woche ein Ei gegessen, da hat es auch noch gepasst, da ist man zum Bauern gegangen, hat gesehen, wo das Ei herkommt. Sie wissen doch gar nicht, wo ihr Ei herkommt. Aber die Eier werden jetzt in Laboren gezüchtet und großgezogen. Es gibt noch ein paar Bauern, die haben noch Ethik
und die sagen, okay, wir warten, bis unsere Eier ausgewachsen sind. Das sind dann die Eier der Größe L. Aber es gibt auch viele, viele Eier, die sind Größe S oder M, also kleine Baby-Eier, die sie kaufen und jeden Tag essen. Und was macht die Politik? Die Politik macht gar nichts. 2012 ist die Käfighaltung EU-weit verboten worden. Zum Glück, aber der Rest ist auch nicht viel besser. Da gibt es die Bodenhaltung. Die Bodenhaltung sieht so aus, die Eier sind total eng zusammengepfercht, haben keinen Platz. Und das führt dann einfach zu Stress. Der Stress führt dazu, dass Adrenalin ausgestoßen wird. Und das Adrenalin wirkt sich einfach negativ auf den Geschmack aus. Und dann denken sie, ja, ich kaufe ja immer Freilandeier, meinen Eiern geht's gut. Die haben ganz andere Probleme, die haben so viel Platz, die rollen den ganzen Tag hin und her, rollen, die haben auch ein eingeschränktes Sichtfeld, sind ja alle im Labor großgezogen worden. Und die finden keine Spielkameraden, die leiden alle an Depressionen. Aber jetzt fordern sie mal, dass man Freilandeiern psychologische Betreuung gibt. Ich glaube, sie bekommen selber psychologische Betreuung. So weit ist es nämlich schon gekommen. Da fordert man mal psychologische Betreuung für Eier und dann... Aber ist egal, für welche Eier sie sich entscheiden. Allen Eiern geht schlecht. Lassen Sie es. Kaufen Sie keine Eier. Töten Sie keine Eier. Wenn Sie das alles noch genauer interessiert, ich habe dazu ein Buch geschrieben. Das heißt Eierhaltung im Wandel der Zeit, wie wir verkackeiert werden. Manche schreckt vielleicht der Preis ab, aber das ist eben so bei mir und meinen Kollegen. Es gibt so eine Faustregel, umso weniger Verlage ein Buch publizieren wollen, umso höher ist der Wahrheitsgehalt. Und es gab lediglich einen Verlag, der das Buch publizieren wollte. Da habe ich gedacht, das muss ein super Buch sein, ist auch ein toller Verlag. Der Kopf Verlag, manche kennen ihn, super gute andere Bücher gibt es dann auch, kann ich nur empfehlen. Bilden Sie sich da weiter und hören Sie nicht darauf, was die Systempresse Ihnen verkaufen will. Dankeschön.